Alleine wenn der Ayrton Senna, kommt mir vor, im Fahrerlager mal begegnet ist und er ist da entgegengekommen, hast du immer geglaubt, der schwebt dann einen Meter höher als wir alle anderen. Ne? Also, hallo Karl Wendlinger, schön, dass du heute bei uns dabei bist, bei unserem Vorschau-Podcast und Vodcast auf den großen Preis von Monaco. Ja, warum bist du bei Monaco dabei? Weil du natürlich auch immer noch einer derjenigen bist, die am schwersten dort verunglückt sind. Monaco ist ja bekannt als eine der schwersten Rennstrecken im Kalender und du hast 94 einen sehr, sehr schweren Crash überlebt. Aber damit wollen wir nicht anfangen, sondern erstmal damit, wie geht es dir denn und was machst du denn im Moment so? Ja, hallo zusammen. Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin schon seit Jahren bei Mercedes AMG unter Vertrag als Markenbotschafter, Instruktor bei der AMG Driving Academy und viele andere Dinge auch noch in Beziehung Mercedes oder AMG. Und das mache ich in erster Linie. Leider ist natürlich seit einem guten Jahr, seit den Corona-Einschränkungen ein bisschen wenig, aber ich hoffe, dass es in Kürze dann wieder losgeht und dann ist es auch wieder meine Hauptbeschäftigung bis Ende des Jahres. Also du bist praktisch, hast deine Karriere bei Mercedes angefangen und bist immer noch bei Mercedes geblieben. Ja, meine professionelle Karriere wirklich, das war der Schritt damals in das Mercedes-Benz Junior-Team. Mercedes angefangen und ja, zum Glück habe ich dann einmal gemerkt, ob das mit der Rennfahrerei, was ich noch lange betrieben habe, auch professionell betrieben habe, dass es so ein bisschen bergab geht und ein bisschen schwieriger wird, da Plätze zu bekommen, habe ich mir halt früh genug einmal umgeschaut und dann hat es den Kontakt zu AMG gegeben. Und da bin ich dann in dieser Driving Academy aufgenommen worden. Und seitdem mache ich das und da mit sehr viel Freude, ja. Ja, Driving Academy, das wäre das Stichwort, weil früher warst du ja, wie gesagt, auch in der Mercedes Driving Academy, könnte man das so nennen. Und da hast du auch Ralf kennengelernt. Und da würde ich jetzt aber trotzdem ganz kurz erstmal zu Ralf rüberspringen, weil Ralf hat mir ja auch schon früher immer sehr viel von dir erzählt und auch vorgeschwärmt, wie gut du auch damals eben schon warst. Ralf, erzähl mal, wie hast du denn Karl eigentlich kennengelernt? Und erzähl auch mal von der Geschichte, die du in der Autozeitung damals gemacht hast mit irgendwie die Fußstapfen von Gerhard oder so, wenn ich mich recht erinnere. So war es doch. Ja, das war die erste offizielle Geschichte mit Karl. Da gab es aber noch kein Junior-Team. Das war das Jahr davor, Formel-3-Meisterschaft. Es gab drei Leute, die um die Meisterschaft gefahren sind. Das waren Karl Wendlinger, Michael Schumacher und Heinz-Harald Frentzen. Und ich habe gedacht damals, selbst junger Journalist, der eigentlich Fußball gespielt hat, vergiss jetzt mal die alten Säcke, die drei Jungs, die haben jetzt was. Die haben was Besonderes, an die muss man jetzt mal denken und mit denen muss man sich beschäftigen. Dann habe ich Karl irgendwie am Hockenheimring mal kennengelernt. Er sagte mir, es war eine Alpha-Lounge, das wusste ich noch nicht mal mehr. Warum Alpha-Lounge? Weil er als einziger der drei mit einem Alpha-Motor gefahren ist. Okay. Und nicht nur gefahren, weil sein Teamchef Helmut Marko hat ihn natürlich auch die Motoren in Italien abholen lassen mit dem PKW. Das fand ich alles faszinierend und dachte, oh, da haben wir unsere beiden Deutschen, dann unseren Österreicher, fast Deutscher. Die drei Jungs sind so verdammt gut auf Augenhöhe, das ist die Zukunft des Motorsports in Deutschland. Weil man muss damals vorstellen, die Formel 1 war zwar omnipräsent, aber Fahrer in Deutschland Formel 1 kannst du vergessen. Ein Deutscher, wenn der ja an der Ampel neben einem Italiener oder Franzosen stand, der musste ja aus Scham den Autoschlüssel aus dem Fenster schmeißen, wenn man das angeguckt hat, da war ja gar nichts. Und bei den drei habe ich gesehen, oh, da kommt was, die haben was Spezielles, das konnte man nicht erklären. Die waren auf Augenhöhe, aber so weit weg von allem anderen, was sonst noch da rumgefahren ist, da dachte ich, einer der drei schafft es bestimmt, vielleicht sogar alle drei. Da wusste ich aber noch nicht, dass das Junior-Team kommt. Und ein Jochen Herpers, sowieso ein Visionär in seiner Eigenschaft, damals schon, hat natürlich genau die drei Richtigen dann zusammengesponnen, um dieses legendäre Mercedes-Junior-Team ein Jahr danach zu gründen. Mhm. Und wie die Formel-3-Meisterschaft ausging, der Meister sitzt hier und die beiden anderen einen Punkt weniger dahinter. So war es halt. Wie war das damals? Und prickelnd. Mhm. Karl, wie war das damals für dich, als du dann deutscher Meister wurdest und dann ja auch eben ins Junior-Team aufgenommen wurdest und praktisch ja zu dem zukünftigen Elite-Kader des deutsch-österreichischen, sage ich jetzt mal, Motorsport gehörtest? Ja, ich erinnere mich sehr gern zurück an das Jahr 1989, weil es ja für mich ein wichtiges Jahr für die weitere Karriere war, erfolgreich in der Formel 3 zu sein. Und es war das zweite Jahr für mich in der Formel 3 im Team von Helmut Marko und es hat schon mal schlecht begonnen. Hockenheim, glaube ich, war Saisonauftakt. Ich habe schon mal im Training einen Crash gehabt, was nicht gut ist beim Doktor, das liebt er nicht so gern. Und dann habe ich am Start noch
Ja, er sagt, ich habe die Kupplung verbrannt und deswegen bin ich stehen geblieben. Ich sage, die Kupplung hat einfach nicht gehalten. Ne? Aber das war schon mal kein guter Saisonauftakt, sagen wir mal so, dass ich dann noch die Kurve gekriegt habe und dass es ein sehr erfolgreiches Jahr war, ja, zum Glück. Wir haben dann später erfahren, dass wir eigentlich schon das ganze Jahr über in der deutschen Formel-3-Szene von Leuten, vom Herrn Nerpasch selber als Mercedes-Benz Motorsportchef damals, aber auch von Leuten aus dem Sauberteam beobachtet worden sind. Und die haben die ganze Formel-3-Szene beobachtet und haben uns drei dann rausgepickt als die, die in das Junior-Team ja, aufgenommen werden, wenn sie wollen. Und ich kann mich noch gut erinnern, zwischen den Rennen habe ich zu Hause bei meinem Vater in der Autowerkstatt als Mechaniker gearbeitet. Und irgendwann schreit meine Mutter mir aus dem Büro raus, du komm rein, da ist irgendwer von Mercedes am Telefon. Und da bin ich ja mit meiner Montur zum Telefon und Büro Jochen Nerpasch, ich verbinde sie. Und dann war Herr Nerpasch dran und hat gesagt, ja, grüß Gott, Herr Wendlinger, etc. Er hat mich eingeladen, nach Stuttgart zu kommen und da hat er mir das Ganze dann erklärt, wie das alles ausschauen soll. Und ja, wo ich heimgefahren bin, kann ich mich noch erinnern, man kann das alles ein bisschen schlecht zuordnen damals als 19-20-Jähriger. Aber ich habe dann schon gemerkt, puh, also der Tag, der war jetzt schon was Besonderes. Du könntest da vielleicht bei Mercedes ins Werksteam, in ein Junior-Team kommen. Und Herr Nerpasch, glaube ich, hat das von Anfang an so auch bezeichnet, Förderung bis hin zur Formel 1. Puh, ja, wenn ich mich jetzt da zurückerinnere, es ist schon sehr, sehr lange her, aber es war sicher ein sehr besonderer Tag in meinem Leben. Ne? Und hat er dir auch gesagt, wer die beiden anderen sind schon? Nein, hat er mir nicht gesagt. Ich glaube, der Vertrag ist unterzeichnet worden und es war ja am Anfang ein Testfahrervertrag in dem Junior-Team mit möglichen Renneinsätzen, je nachdem, wie wir uns da bei den Testfahrten anstellen. Und ich bin eingeladen worden zu den ersten Testfahrten gekommen. Ich glaube, das war Mitte November in Le Castellet. Mhm. Ja, dort waren zum Zürcher Flughafen und am Zürcher Flughafen habe ich erst Michael und Heinz Harald dann getroffen, habe gewusst, wie es reist in das Junior-Team. Also davor ist da kein Boot rausgegangen und habe auch nicht gewusst, was mich dort erwartet. Ja, dann sind wir nach Le Castellet geflogen und dann ist das Ganze, oder nach Marseille, glaube ich, zum Flughafen und dann nach Le Castellet und dann ist das Ganze losgegangen. Kanntest du denn die beiden vorher auch, also nicht nur jetzt als irgendwie Rivalen, sondern kanntest du die auch ein bisschen besser oder wie war so euer Verhältnis da? Na, wir haben uns von, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nie im Fahrerlager rummarschiert und habe groß das Gespräch gesucht, weil ich generell relativ wenig gesprochen habe. Und zweitens, ja, die Verkleidungsteile putzen ein bisschen zwischen den Trainings. Das war gar nicht so viel deine Zeit. Nein, man hat sie gekannt von den Fahrerbesprechungen. Servus, wie geht's? Und man hat sie einmal gekannt. Dann hat sie, wenn man mal am Podium war, hat man sie die Hand gegeben, hat sie auch einen gratuliert. Aber viel mehr Kontakt war da nicht. Ja. Es war wirklich ganz, ganz wenig Unterhaltungen über die Saison gesehen. Aber jetzt nicht einmal, weil wir Konkurrenten waren, sondern du warst eigentlich mit deinem eigenen Geschäft da genug beschäftigt über den Tag und so waren wir dann eigentlich auf das Team begrenzt und wir waren ein Ein-Mann-Team und deswegen hat es da gar nicht so viel Kontakt zu den anderen gegeben. Ja. Und als ihr denn zusammen im Junior-Team gefahren seid, konntest du denn da auch schon spüren, dass aus Michael und Heinz Harald und aus dir natürlich sowieso, aber das war ja, also das warst ja du, aber dass aus den anderen beiden auch mal richtig gute Rennfahrer werden würden, beziehungsweise bei Michael dann am Ende sogar eben so ein 7-maliger Weltmeister? Ich glaube, das hat man damals noch nicht sehen können, aber man hat natürlich sofort gesehen, wo wir dann zusammen mit den Coupe C Mercedes da unten gefahren sind, die ersten Tage, wie gut die anderen sind. Ich habe mir aber die ersten zwei Testfahrten ehrlich gesagt am schwersten dann, um mich an das schnelle, PS-starke Auto mit dem vielen Grip zu gewöhnen und auf der anderen Seite bloß nichts kaputt zu machen. Und ja, man hat dann schon, wie soll ich sagen, mit der Zeit, natürlich habe ich dann die Stärken von Michael und Heinz Harald mitbekommen, aber wir sind ja das erste Jahr 1990 nie zusammen in ein Rennen gefahren. Wir waren ja nur bei den Testfahrten zusammen. Und irgendwann waren wir dann bei den Testfahrten relativ gleich auf und ja, war ein angenehmes Verhältnis, würde ich sagen, hat man gehabt, weil man hat sehr viel gelacht. Haben am Abend in dem Hotel in Le Castellet nach den Testfahrten immer Billard gespielt, haben einmal Karten gespielt, also es war ein relativ entspanntes Verhältnis, würde ich sagen. Ralf, erzähl mal, wie du das erlebt hast. Du warst ja, glaube ich, auch in Le Castellet dabei, aber wie war das so aus Journalistensicht denn damals? Wer war denn für dich der vielversprechendste Junior sozusagen? Oder wie hast du die drei dann auch bewertet damals? Die waren für mich bei alle drei prädestiniert, nach oben zu kommen. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, wer jetzt da der Beste ist. Da hatte jeder seine Stärken. Aber was mir aufgefallen ist, dass, ich glaube, Heinz Harald hat mir das erzählt, Jochen Maas sollte eine Zeit vorgeben und hat ihn dann so ungefähr gesagt, wenn er da so einen halben Tag dann da dran seid, dann sei der echt gut. Und irgendwie ist dann Heinz Harald rausgefahren und
war dann nach 3 Runden schon genauso schnell und meinte dann, das Auto ist aber schlecht abgestimmt. Ist halt sein Humor. Und da hast du bei Jochen Maas richtig gesehen, wie ihm alles aus dem Gesicht gefallen ist. Also du hast schon gesehen, klar, die Jungs müssen lernen, aber das dauert nicht lange, dann werden die Werte sich da und der Speed ganz schön verschieben. Du hast gesehen, die sind eins mit dem Auto, das sie noch nie gefahren sind. Und der Gruppe C damals, muss ich sagen, der hatte Formel-1-Niveau. Sowohl von der Motorleistung als auch von der Aerodynamik, also von Kurvengeschwindigkeit und Grip her. Das waren fast wie Formel-1-Testfahrten. Aber Karl, korrigier mich, wenn ich das falsch sehe. Nein, es ist wirklich so. Wir sind ja, ich würde sagen, von 170 Formel 3 PS sind wir auf knapp über 700 Gruppe C PS umgestiegen, mit einem Auto, was wirklich durchs Reglement, durch die Unterböden und durch die Flügel wirklich Downforce gehabt hat. Ja. Sicher, es hat, ich glaube, das Auto hat damals haben müssen, waren es 800 Kilo oder ein Jahr später die Turbos 900 Kilo, kann ich mir nicht mehr so genau erinnern. Also schon relativ schwere Autos und auch im Verhältnis zum Formel 1 ein schweres Auto. Aber trotzdem, alles was mittelschnelle und schnelle Kurven waren, waren das schon sehr, sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten. Und ich würde sagen, es war für uns die beste Schule hin zur Formel 1. Weil dann der Umstieg, wo man dann das erste Mal in der Formel 1 gesessen ist, da war das nicht mehr so gravierend von der Geschwindigkeitsunterschiede her. Es waren tolle Rennautos, es war ein tolles Team. Und ich glaube, was uns noch dazu beigetragen hat, um das ein bisschen einfacher zu machen. Es war ein außergewöhnlich gutes Rennauto. Der C9 Gruppe C genauso wie der C11. Das Auto hat Grip gehabt, hat nichts Unerwartetes gemacht. Der Motor, obwohl es ja ein großer Turbomotor war, hat fast kein Turboloch gehabt, also angenehm zum Fahren. Und da hat man auf diese Dinge dann viel weniger schauen müssen, sondern hat sich rein aufs Fahren konzentrieren können, um dort eben versuchen, nicht besser und besser oder schneller und schneller, aber einfach sich an das Ganze zu gewöhnen und das Ganze dann zu automatisieren. Und ja, das Team hat uns Zeit gegeben. Es ist da keinerlei Verdruck ausgeübt worden, sondern ihr seid ausgewählt worden aus den drei und ihr könnt euch jetzt daran gewöhnen und dann schauen wir weiter. Und das war sehr, sehr gut so. Und du hast ja eben auch gesagt, ihr habt dann abends auch Billard gespielt und so. War da gar keine Rivalität innerhalb des Teams vorhanden? Weil letzten Endes musstet ihr ja eigentlich davon ausgehen, dass es nur einer dann auch in die Formel 1 schaffen könnte. Dass ihr das dann auch alle drei schafft, das war ja eigentlich so nicht vorherzusehen. Es ist immer Rivalität. Ich sage jetzt mal, ist immer Rivalität, aber ich glaube, wir sind damit gut umgegangen und das Team hat das auch gut gesteuert. Die haben da keinen Machtkampf oder irgendwas aufkommen lassen. Aber klar, du bist, was weiß ich, eine Stunde in dem Auto gesessen, in dem Gruppe C, sage ich jetzt einmal, und hättest dann das Wohnmobil gehabt, um ein bisschen auszurasten und alles ein bisschen zu analysieren. Sobald du aber vorne den Motor starten gehört hast und der Nächste aus der Box gefahren ist, ist der andere schon wieder an der Boxenmauer gestanden und hat geschaut, wie die Zeiten sind. Also klar, aber das ist, glaube ich, das Normalste überhaupt im Motorsport. Du schaust oder musst immer auf deinen Teamkollegen schauen. Aber trotzdem, es ist, glaube ich, vom Team her sehr, sehr gut gehandelt worden, dass da nichts, wie soll ich sagen, dass da nichts Blödes aufkommt. Was ist dir denn damals so bei Michael und bei Heinz Harald besonders aufgefallen, was sie positiv ausgezeichnet hat oder vielleicht auch negativ? Positiv, weil sie einfach sehr sympathische Kerle waren und sind. Ja. Oder ja, Michael habe ich ja wissen wir ja schon lange nicht mehr gesehen, den wir sehen können. Aber es war angenehm, es war lustig und gleichzeitig hast du schon gesehen, der Heinz Harald ist eher der, was sich alles so ein bisschen locker nimmt, so locker aus der Hand schüttelt und sie wenig pfeift am Anfang gleich. Und bei Michael, na klar, das Talent, das hat man schon gewusst von seiner Kart-Vergangenheit und alles. Ja. Aber der hat das ja alles ein bisschen auch systematisch mit Gesprächen mit den Ingenieuren, sie informiert über die Technik. Was könnte man vielleicht machen, um das Fahrverhalten ein bisschen zu verändern? Und wie soll ich sagen, ist zum zweiten Test, würde ich jetzt sagen, gleich um 20% bessere Fitness kommen als wir zum ersten. Der zweite Test war aber nur 4 Wochen danach. Also ich glaube, er hat sich da, man hat dann gemerkt, sofort, seine Einstellung, seine professionelle zum Motorsport oder zum Sport und natürlich auch seinen Ehrgeiz, ganz klar. Ne? Und warst du denn so ein bisschen da zwischendrin? Ja, ich war immer nicht zwischendrin, aber ich war halt eher ein bisschen der Ruhigere. War froh, dass ich dabei war, war der Ruhigere. Hab mir am Anfang, wie gesagt, ein bisschen mit der Geschwindigkeit schwer dann. Ich glaube, der dritte Test, den wir gefahren sind, der war dann in Jerez und da ist dann bei mir auch ein Schlag um einiges besser gegangen. Da war ich dann auch dabei. Und ja, jeder geht es halt anders an. Ja, der eine so, der eine so. Aber ich glaube, jeder hat seine Stärken und Schwächen damals gehabt, weil auch wegen weniger Erfahrung mit dem Ganzen. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben uns ganz gut ergänzt und es war ein gutes Zusammenspiel mit unserem Mentor Jochen Maas, weil
wie der Ralf schon gesagt hat, der Jochen wird sicher bald einmal gesehen haben, dass da drei relativ schnelle Leute auf einmal jetzt da sind. Aber er hat immer mit offenen Karten gespielt und hat uns alles von seiner Erfahrung, die er schon in dem Langstreckensport gehabt hat, mitgeteilt und hat uns davon leben lassen. Ne? Und als du dann in die Formel 1 gekommen bist, bist du ja auch tatsächlich noch gegen solche Stars gefahren wie Senna, Prost und so weiter. Wie war das denn für dich da als blutjunger Rennfahrer plötzlich gegen solche Legenden dann eigentlich auch schon fahren zu können? Und wer hat dich da auch besonders beeindruckt dann? Ja, ich bin ja nur im gleichen Feld gefahren mit denen. Ich bin ja nicht gegen sie gefahren. Ganz am Anfang. Ich meine, ich bin nach Suzuka gekommen 1991, das vorletzte Rennen der Saison, das war mein erstes. Und im Suzuka Circuit Hotel, da sind alle untergebracht und beide, Ayrton Senna und Alain Prost zum Beispiel, haben wir am Donnerstag im Hotel zufällig am Weg gelaufen, haben wir die Hand geschüttelt und gesagt, Welcome to Formula One. Also sehr, sehr, sehr eben beeindruckend von diesen Persönlichkeiten. Und ich muss sagen, wenn es darum geht, wer mir am meisten von den Fahrern beeindruckt hat, dann genau diese zwei, Prost und Senna. Weil einfach. Dann gibt es viele Beispiele, nicht nur von dem schnellen Autofahren oder was sie alles geleistet haben, aber alleine wenn der Ayrton Senna, kommt mir vor, im Fahrerlager mal begegnet ist und er ist da entgegengekommen und hast immer geglaubt, der schwebt an einem Meter höher als wir alle anderen. Ne? Also, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber die zwei haben mich schon sehr beeindruckt. Und Prost auch immer, weil er ja schon in dem Team, wo er war, meistens das Zepter in die Hand genommen hat und dann auch das Auto zusammen mit dem Team so weiterentwickelt hat, dass es siegfähig wurde und sehr viel Erfolg gehabt hat. Und ja, oder Senna sowieso, wie ich es schon gesagt habe, und ich glaube, er ist 94 leider verstorben, ich glaube 1993 war eine der stärksten Saisonen, die Ayrton Senna in der Formel 1 gefahren ist, weil mit dem McLaren, mit einem Ford-Kundenmotor, der so viel weniger PS gehabt hat als der Renault-Motor und selbst weniger PS gehabt hat, was man gehört hat, als wie, ich glaube, der Werksmotor von Ford, der in Benetton drin war, hat der einige Rennen gewonnen, unter schwierigsten Verhältnissen, aber einfach auch, weil er so schnell war. Und ja, das waren schon Leute, die haben die beeindruckt, aber auf der anderen Seite, ich habe dann versucht, mich, wie soll ich sagen, auf mich selber immer zu konzentrieren, schauen, dass ich für mich selber das Beste rausholen kann, dass ich meine Leistung irgendwie so abrufen kann und da kriegst du für die anderen Dinge gar nicht so viel mit. Du kommst um 8 in der Früh, wo da war es halt damals auf die Rennstrecken, bist du gleich mit dem ersten Meeting mit deinem Ingenieur, machst den ganzen Tag und am Abend um 6 warst du froh, wenn du ins Hotel gekommen bist. Da war gar nicht viel Zeit wirklich, um irgendwelche Smalltalks zu machen mit anderen oder um die wirklich um andere Dinge zu kümmern, als wie um dich und um dein Auto und dein Team. Ne? Und im Training oder? Hat Michel mit dir ein bisschen geredet? Weil ich glaube, in Autopolis wusstet ihr ja beide. Also er war ja schon seit August dabei. Ja, ja. Und ich glaube, in Autopolis wusstest du ja auch, dass du in Suzuka fahren wirst, Formel 1. Suzuka war vor Autopolis. Ach so. Ja, Suzuka, Autopolis und dann Adelaide. Ah, okay. Ja. Aber hat Michael mit dir geredet, so, okay, jetzt sind zwei der drei schon in der Formel 1 oder gab es da keinen Schritt? Er hat mir gratuliert, dass ich auch in die Formel 1 komme. Damals hat es keine Handys gegeben, weißt du, und am Festnetz hast du das nicht groß rumherum telefoniert, aber er hat mir gratuliert und er ist auch, kann ich mich erinnern, in Japan in die Box kommen am Donnerstag. Super. Und da hat es sogar, ich habe es leider nicht mehr gehabt, es gibt sogar ein gemeinsames Foto zwischen okay. uns. Nein, er war sehr, sehr, sehr offen. Ja. Und also auch wenn du jetzt sagst, du hast Senna und Co. mehr so im Fahrerlager wahrgenommen, aber gab es dann auch mal Situationen, wo die dich überrundet haben oder im Training, wo du dich dann auch hinter die gehängt hast, um mal zu gucken, was die denn so besonders machen beim Fahren? Nein, das hat man eigentlich nie gemacht. Wenn der Formel 1 war es damals schon so und wenn du zu nah am anderen dran warst, dann hat das dein Auto aerodynamisch gestört, also dass du immer Platz brauchst, dass du es alleine gemacht hast. Klar, es war schon so, kannst du sagen, wenn der gelbe Helm hinter dir aufgetaucht ist, dann bist du auf die Seiten gefahren. Entweder er hat dich überrundet oder er hat im Training einen Platz gebraucht oder sonst was, also der gelbe Helm vom Ayrton Senna. Sonst hat es da wenig Zusammenkunft gegeben, wenn man ja, diese viel, wie soll ich sagen, diskutierte Einspielung da von Donington nach dem Start 1993, wo ich sogar Senna überholen habe können am Start, aber zwei Gruppen später der mich wiederholt. Sonst hat es da nicht viele, wie soll ich sagen, engere Begegnungen gegeben, obwohl 1993 mit Sauber bin ich zwar einmal am fünften Startplatz gestanden, einmal am vierten, am sechsten Startplatz, also schon in seiner Nähe zumindest, sagen wir mal so. Ja, du hast eben schon Donington erwähnt, wie war das denn, als du ihn da am Start überholen konntest, so für dich, für ein Gefühl? Ja, da schaust du jetzt nicht direkt auf ihn. Ich bin am fünften Startplatz gestanden und das war innen, das war rechts, obwohl Donington die erste Kurve eine Rechtskurve ist.
Und ja, das war, finde ich, wie soll ich sagen, strömender Regen oder starker Regen. Und am Start wegzukommen, wir haben schon Traktionskontrolle gehabt, aber das war bei Weitem nicht so kontrolliert oder gemanagt, wie sie es dann Jahre später gehabt haben. Ich habe einfach einen guten Start erwischt. Ich glaube, da war das Ansprechverhalten und das Drehmoment vom Motor, den Mario Illien damals baut für Mercedes, sehr hilfreich. Ja, und dann ist da hingegangen. Ich hätte sogar überlegt, soll ich am Hill noch vorbei? Da war ich auch schon nicht nebenbei, aber schon, ich war rechts, er war links, die erste Kurve war Rechtskurve. Da dachte ich, nein, bremse lieber nicht, dass dem gleich reinrutscht. Und dann ist Donington, die zweite Kurve ist auch nicht mehr so rechts und dann ist er links bergab. Und diese links bergab ist im Regen, im Warm-up vollgegangen. Aber ich habe mir wirklich auf dem Weg dahin gedacht, oh, volle Tanks, kalte Reifen, obwohl im Regen werden die nie richtig warm, aber trotzdem ein bisschen richtigen Druck haben, lupfst du mal noch die erste Runde. Der Senna hat noch nicht gelupft und ist außen Vollgas vorbei. Das hat mich auch nicht groß gestört. Ich wollte eigentlich nur diese erste Runde überleben, um mich dann einzusortieren und weiterzufahren, weil, wie wir schon im Warm-up gesehen haben, wir waren nicht nur im Training, im Trockenen konkurrenzfähig als Fünfter, sondern wir waren auch im Regen im Warm-up schnell. Aber dann hat sich Andretti in Kurve 5 oder 6 verbremst und dann war das Rennen beendet, ja? Weil leider ich im Weg war, wo er sich verbremst hat. Okay, alles klar, oh Mann.